Was geht ab? Die Lappen vom Ballungsraum sind am Start. Und heute geht es um die aktuellen Lieferzeiten der neuen iPhones. Seit Freitag, den 16. Oktober, kann man die neuen iPhones, nämlich das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro, vorbestellen. Der Run auf dem Shop war ziemlich krass, denn aktuell haben sich die Lieferzeiten schon extrem nach hinten gesetzt. Wenn die Lieferzeiten so krass nach hinten gehen, heißt das, die erste Charge ist schon mal komplett weg. Bedeutet, das Gerät ist ein absoluter Kassenschlager. Ihr habt hier schon wieder das absolut heiße Teil in der Hand, wenn ihr es in der Hand halten könnt. Wir checken jetzt die Lieferzeiten für euch ab. Wir zwei Lappen hätten damit gerechnet, dass das iPhone 12 relativ schnell weg ist. Ganz klar. Aber sogar die iPhone 12 Pro Modelle waren ratzfatz weg, egal in welcher Größe. Konkrete Zahlen, was Apple jetzt wirklich abgesetzt hat an dem ersten Tag, gibt's natürlich noch nicht. Aber diverse Provider spekulieren jetzt schon, dass es die krassen Verkaufszahlen vom Apple iPhone 6 und dem Apple iPhone 6 Plus knacken kann. Wir haben in den Apple Store geschaut und aktuell sind die iPhone 12 Modelle jetzt schon auf Ende Oktober nur noch zu haben. Die iPhone 12 Pro Modelle liegen schon Mitte November. Das heißt, wenn man jetzt ein Smartphone bestellt, bekommt man frühestens Mitte November eins geliefert. Das ist schon eine relativ krasse Lieferzeit. Wir denken Richtung Weihnachten, schnellen die noch mal ein bisschen nach oben, auch wenn die nächste Charge jetzt dann kommen wird. Man weiß nicht genau, wie Apple da jetzt reagiert. Sie müssen auf jeden Fall dann die Produktionszahlen auch hochfahren. Kurzer Lappentipp von uns noch, schaut mal bei Amazon vorbei, da gibt's gerade in der iPhone 12 Palette einfach viel früher, als ihr es bei Apple noch direkt bekommen könntet. Schaut da gerne vorbei, Link gibt's unten in der Beschreibung. Wichtig ist, dass wir die Lieferzeiten, die wir euch jetzt genannt haben, wirklich nur auf den aktuellen Moment bezogen sind. Die können sich jederzeit ändern, wenn vielleicht einer den einen oder anderen Lappenstream startet und mal so richtig shoppen geht, kann es natürlich auch sein, dass sich die Lieferzeiten nochmal deutlich nach hinten verschieben. Ab 6. November kann sich die ganze Situation nochmal entspannen. Ihr habt da nämlich das neue iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 Mini in den Regalen. Und da wird sich natürlich der eine oder andere Käufer auch dafür entscheiden. Ich denke aber, es kann sein, dass das iPhone 12, also das normale, mal wieder der richtige Kassenschlager wird und es durchgehend sehr, sehr nachgefragt bleibt. Meiner Ansicht nach ist auch das iPhone 12 Mini nicht zu unterschätzen. Aktuell ist es wirklich so, dass die Leute wieder auf einen kleinen Smartphone-Trend gehen. Sieht man auch aktuell beim Pixel 5. Die Leute wollen wieder kleinere Smartphones, sie wollen wieder was Handlicheres, weil einfach nur so riesen Brocken unterwegs sind. Deswegen mein Tipp, iPhone 12 Mini geht so richtig durch die Decke. Das war's für heute von den Lappen. Für heute sind wir raus. Bis zum nächsten Mal. Klar, so fahre ich immer Auto. Ja. Nur, dass ich nicht mehr schalte. Automatik, wollte ich gerade sagen. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Dummes Gelaber halt. Alles klar. Sollte dir ja nicht schwerfallen. Nein. Bla, bla, bla. Absatzzahlen. Absatzzahlen, Absatzzahlen. Dann. Absatzzahlen. Absatzzahlen.